Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Wissensvideo im Kurs Gesunde Ernährung in Theorie und Praxis. Mein Name ist Anja Rathgeb, ich habe Diätologie an der FH Campus Wien studiert und darf seitdem mit viel Begeisterung euch im Kurs Gesunde Ernährung in Theorie und Praxis unterstützen. Das bedeutet, ich beantworte eure Fragen im Forum und ich mache eben auch diese schönen Wissensvideos. Mein Ziel dahinter ist, dass ihr evidenzbasierte Informationen bekommt, um euch dann sozusagen in eurer Weiterbildung auch mit korrekten Informationen zu versorgen. Im letzten Wissensvideo haben wir uns schon dem Thema intuitive Ernährung gewidmet. Jetzt sind wir bei Teil 2 angekommen. Im nächsten Monat gibt es noch einen Teil 3, wo die letzten zwei Schritte, weil wir haben im ersten Video gelernt, es gibt sozusagen 10 Schritte zu einem intuitiveren Essverhalten. Und wie gesagt, im letzten Teil werden die letzten zwei Schritte erörtert, aber dann auch noch einmal alles zusammengefasst und ein bisschen einen Ausblick in die Praxis versuche ich euch zu geben. Heute behandeln wir den Schritt 4, die Lebensmittelpolizei herausfordern. Den Schritt 5, den Zufriedenheitsfaktor entdecken. Den Schritt 6, auf Sättigungssignale achten. Den Schritt 7, emotionales Essen vermeiden. Und den Schritt 8, den eigenen Körper akzeptieren. Ich habe diese Schritte auch ganz bewusst von den letzten zwei Schritten getrennt, weil die letzten zwei Schritte sind dann eher diese klassischen Schritte, die man immer hat, wenn man sich mit dem Thema Gesundheit auseinandersetzt. Also da geht es dann um Bewegung und tatsächlich auch um die Lebensmittelauswahl, um vollwertige Lebensmittel etc. Weil intuitive Ernährung bedeutet ja nicht, dass wir jetzt für den Rest des Lebens nur Junkfood essen, weil wir es ja eh dürfen, wenn es unser Körper intuitiv will. Es ist einfach nur so, dass man zuerst diese 8 Schritte durchlaufen sollte, bis man sich dann mit Bewegung und Ernährung auseinandersetzt, um dann eben sehr wohl auch einen Fokus auf, sage jetzt mal unter Anführungszeichen, gesunde Lebensmittel zu setzen. Was bedeutet nun dieses, die Lebensmittelpolizei herausfordern? Also wer ist die Lebensmittelpolizei? Im Prinzip ist das eine Kontrollinstanz. Und das ist zwar die Kontrollinstanz über all die Diätregeln, die es so gibt, in unserem Kopf, sage ich jetzt einmal. Das müssen aber nicht automatisch Diätregeln sein, die nur von uns kommen, weil es handelt sich einerseits, ja, um Diätregeln, die wir uns selbst entwickelt haben. Da wäre jetzt zum Beispiel ein gutes Beispiel, wenn man sich denkt, ich werde nie schlank, wenn ich keine Kalorien zähle. Oder um abzunehmen, darf ich keinen Zucker mehr essen. Um mich fitter zu fühlen, muss ich abends die Kohlenhydrate weglassen. Also was gibt es? Das sind alles Regeln, die wir uns selbst entwickelt haben. Dann gibt es aber auch die, die wir von außen vermittelt bekommen haben. Also die sind zwar mittlerweile auch in unserem Kopf, aber die bekommen sie von anderen vermittelt. Aber es können auch ganz neue sein, die einfach in dem Moment uns jemand Außenstehender auferlegt. Also zum Beispiel, wenn jemand sagt, isst doch einfach weniger. Also ich weiß nicht, ob das jemand gesehen hat, vor ein, zwei Wochen gab es im ORF diesen Schwerpunkt Adipositas und da gab es dann auch verschiedene Gesprächsrunden dazu und in einer, ich weiß nicht mehr genau in welcher, ist dann eine Dame gesessen und die hat dann auch oder Blödsinn, da gab's, konnte man anrufen und da hat dann ein Zuhörer angerufen und hat gesagt, er versteht das ganze Gerede nicht, FDH, also frisst die Hälfte und fertig ist es. Also das ist so unangenehm. Jeder, der von euch da schon mal eine Diät gemacht hat oder ich sage auch zunehmen wollte, weil er zum Beispiel, weil er halt zu dünn ist oder jemand, der aufgrund seiner sportlichen Ziele ein gewisses Gewicht erreichen wollte. Wenn man zu dieser Person sagt, iss einfach weniger oder iss einfach mehr, das ist so unglaublich, ich finde meiner Meinung nach provokant und kontraproduktiv, weil das ist doch, wir sind ja nicht blöd. Wir wissen doch, dass man zunimmt, wenn man ein bisschen zu viel Kalorien isst, als der Körper verbraucht und abnimmt, wenn man weniger isst. Aber das bedeutet ja nicht, dass wir jetzt ab jetzt nur mehr die halbe Pizza, den halben Burger und so weiter essen und dann werden wir schlank, weil es gibt ja einen Grund dafür, warum wir die ganze Pizza essen oder den ganzen Burger oder warum wir am Nachmittag in die Naschlade greifen. Und das ist eben mitunter sind das eben auch diese Diätregeln,
die wir uns auferlegt haben, wodurch wir dann all das so interessant machen. Also da ist man dann dazu geneigt, vielleicht 1, 2, 3, 4 Wochen wirklich die Hälfte oder sag ich jetzt mal das Doppelte zu essen, wenn man zunehmen möchte. Und irgendwann mal kann und will man einfach nicht mehr. Und dann protestiert man. Und das ist dann auch so, als ob man sagen würde, denk nicht an den rosaroten Elefanten. Wenn ich sage, so nach der Hälfte der Pizza ist Schluss, egal ob ich Hunger habe oder nicht, irgendwas in mir wird diese zweite Hälfte verlangen. Und das ist kein guter Weg. Und wenn man das von außen aber immer gesagt bekommt, dann gehört das Welt das eben unter die Kategorie Lebensmittelpolizei. Oder noch schlimmer, oder genauso schlimm, wenn man mit dem Partner, der Partnerin, der Freundin, der Mama, dem Vater, wie noch immer, vielleicht im Kaffeehaus sitzt oder im Wellnesshotel ist. Und dann wird einem gesagt, am Nachmittag, das muss nicht mal du sein, das kann auch, gehen wir lieber am Kuchenbuffet vorbei. Weil das macht nur dick und wir wollen ja abnehmen. Das ist automatisch, signalisiert einem jemand, so, die Diätregel bedeutet jetzt keinen Kuchen am Nachmittag. Obwohl das wahrscheinlich eine absolute Ausnahmesituation ist, dass man gerade mit der besten Freundin oder so im Wellnesshotel ist. Und es ein, ich sage jetzt mal, natürlich ist für mich auch immer ein schwieriger Begriff, aber ich benutze ihn jetzt trotzdem. Es wäre ein viel natürlicherer Zugang zu sagen, heute gehe ich am Kuchenbuffet vorbei, weil ich finde, der schaut so lecker aus, dieser Schokokuchen. Und den möchte ich mir jetzt auch gönnen. Da setze ich mich hier hin und den genieße ich jetzt mit all meinen Sinnen. Und dann ist es auch wieder gut. Und wenn ich dann noch ein Stück will, und das ist wirklich ein inneres Bedürfnis und nicht aus einem Frust, einem jetzt ist eh schon egal oder sonst etwas heraus, na, dann soll man dieses zweite Stück auch noch genießen. Weil man ist ja nicht 365 Tage im Jahr in diesem Hotel. Also da ist es einfach wichtig, sich bewusst zu machen, wo die Lebensmittelpolizei im eigenen Leben ist. Und deswegen ist das Ziel dieses Schrittes, dass man einmal diese Regel bemerkt. Wie gesagt, von außen, von anderen, von innen, von einem selbst. Wie oft im Alltag begegnet einem die Diätpolizei oder die Lebensmittelpolizei, die sagt, das ist ein gutes, das ist ein böses Lebensmittel, das ist eine gute Speise, das ist eine böse Speise. Und diese Bewertung, die wir hier durchführen, gilt es hier einfach mal zu identifizieren und dann langsam durch dieses, ich komme ihr langsam auf die Schliche, sie auch gehen zu lassen. Mir fällt jetzt auch ein gutes Beispiel ein, eine österreichische Ernährungspsychologin, die Cornelia Fichtel, die hat ein gutes Buch geschrieben, das habe ich, glaube ich, eben im letzten ersten Teil erwähnt, das heißt Freedom Food, und sie hat auch die Achtsam Essen Akademie gegründet, wo man auch begleitet wird bei dieser Thematik. Ich habe da auch schon einmal hineingeschnuppert, weil ich finde, das Thema intuitiver Essen ist ganz, ganz spannend und auch für mich nicht immer einfach. Ich habe auch eine lange Geschichte mit Regeln und Diäten etc. und so weiter hinter mir. Und mich hat das auch sehr, sehr interessiert. Und also ich kann das jedem empfehlen. Und da war zum Beispiel ein Punkt, den ich mir gemerkt habe, ist, dass man vielleicht einmal versuchen soll, durch den Supermarkt zu gehen, ohne Lebensmittel in gut und schlecht einzuteilen. Oder wenn man oft, vielleicht kennt man die Situation, dass man bei der Supermarktkasse einmal so einen Blick nach vorne und zurück wirft, so was kaufen die anderen. Und dass man dann schnell einmal denkt, um Gottes Willen, das ist ja ein Wahnsinn, was die alles kaufen. Oder auch denkt, puh, die kauft nur Gemüse und so weiter und bei mir liegt da ein Fertigprodukt. Also dass man, und da sollte man üben, die Produkte eigentlich nur zu benennen. Also nur zu stehen und zu sagen, nicht, ah, das ist schlecht, sondern Chips, Schokolade, Joghurt, Brötchen. Einfach nur mal den Kopf darauf schulen und trainieren, diese Lebensmittel nur zu benennen als das, was sie sind, ohne eine Bewertung dran zu hängen. So als erster kleiner Schritt, um die Lebensmittelpolizei loszuwerden. Der nächste Schritt ist dann den Zufriedenheitsfaktor entdecken. Und da, und ihr seht auch, wenn ihr das erste Video gesehen habt, die Tipps oder die Schritte gehen auch, also sind eng miteinander verbunden. Aber auch hier geht es darum, dass es eben kein verbotenes Lebensmittel geht und dass man auch wieder Genuss entwickelt, ohne zu bewerten, ohne zu sagen, ah, jetzt war ich doof, jetzt kommt da eh, ist eh schon egal im Moment und so weiter. Und die meisten von uns haben Lebensmittel im Kopf, wo sie sagen, wenn ich das zu Hause habe, dann denke ich da immer dran, so lange, bis ich es gegessen habe, und zwar nicht ein Stück, sondern die ganze Packung.
Und das sage ich jetzt, das meine ich mit vermeintlich verbotenen Lebensmitteln. Also die sollten wieder einen Platz im Leben finden. Das Ziel wäre, dass man die Packung Chips oder die Packung, sage ich jetzt einmal, was war bei mir oder was habe ich früher immer so gern gegessen. Also ich bin zum Beispiel überhaupt kein Gummibärchen-Fan, aber wenn ich so von Katjes, da gibt es so manche so vegane Gummibärchen, da hatte ich manchmal so einen Moment, die hätte ich jetzt so gern. Und dann, obwohl die eigentlich sehr, sehr schnell, sehr süß schmecken, sich nicht gut auf den Zähnen anfühlen und so weiter, gab es Momente, wo ich mir dachte, puh, also eine halbe Packung ist da jetzt auch ganz schnell einmal weg. Die darf ich gar nicht erst zu Hause haben. Also, dass ihr solche Lebensmittel mal identifiziert, was ist das für euch? Schreibt euch mal auf, welche das sind, welche ihr gar nicht erst kauft oder welche ihr gezielt dann eben in Heißhunger, bei Heißhungerattacken kauft, weil das so richtig diese Lebensmittel sind, die euch in dem Moment befriedigen. Und dann ist es eben wichtig, dass man sich in einem ruhigen Moment, wo man sich für diesen Schritt bereit fühlt, auch eben genau dieses Lebensmittel kauft und es dann wirklich ohne Ablenkung, ohne Fernseher, ohne Handy, ohne Musik, ohne die Familie um einen herum etc., nicht beim Autofahren, nicht im Kino, nicht beim Spazierengehen etc., sondern wirklich zu Hause aufs Sofa setzen und sonst nichts oder von mir aus auch am Tisch und dieses Lebensmittel dann essen und wirklich genießen mit allen Sinnen. Und das bedeutet, dass man sich das vorher ansieht. In meinem Fall, ich hätte mir dann denken können, das ist ja auch komisch, so ein veganes Gummibärchen, weiß ich nicht, in Einhornform. Und das man sieht man ja schon den Zucker oben drauf, der dann noch so, also was auch immer. Man kann es mal nur, oder die Farben nur beschreiben, ganz neutral, was man eben möchte. Dann soll man es auch fühlen, man soll es riechen. Hören ist ein bisschen schwierig, kommt aber aus dem Achtsamkeitsbereich, dass man es tatsächlich auch so ans Ohr führt oder mal kurz hört, ob es knistert, ob es klebrig klingt, wie auch immer. Und dass man es dann langsam isst. Und dass man es wirklich bewusst, nicht so nebenbei, sondern halt wirklich bewusst ein Stück kauen, genießen, schmecken, zweites, drittes, viertes. Und dann auch überlegt, wie verändert sich der Geschmack? Wird das dann eben so, wie ich es vorher schon beschrieben habe, irgendwann einmal eigentlich schon fast zu süß? Wird der Geschmack irgendwann mal eigentlich penetrant? Wird das irgendwann einmal beginnt zwischen den Zähnen zu kleben und ist eigentlich ein ganz unangenehmes Mundgefühl? Wird die Schokolade zum Beispiel irgendwann einmal bitter oder wird sie so schmierig, klebrig? Wie entwickelt sich dieses Geschmacksempfinden? Weil eigentlich, was wir alle in uns haben, ist etwas, das nennt sich sensorisch-spezifische Sättigung. Und das bedeutet nichts anderes, als dass wir eigentlich darauf programmiert sind, nicht von einer Sache uns zu überessen. Das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach nur Nudeln essen würde, roh, würde irgendwann einmal, egal wie viel Lust ich darauf habe, würde mein Körper sagen, so Ausschluss, basta, es reicht. Die Schokolade danach könnte ich aber wieder essen. Am meisten merkt man das zum Beispiel beim China-Buffet oder im Hotel-Buffet. Wenn man so viel Auswahl hat, neigt man dazu, viel mehr zu essen, als man zu Hause könnte, weil es eben immer etwas anderes ist, immer eine andere Geschmacksrichtung. Und Vielfalt mag unser Körper ja, weil das sind viele verschiedene Nährstoffe. Und deswegen sollten wir eigentlich auch bei diesen vermeintlich verbotenen Lebensmitteln irgendwann einmal den Punkt erreichen, wo wir sagen, nein, außer ich habe jetzt genug. Der Grund, warum wir das meist nicht tun, weil wir es eben nebenbei essen oder weil wir uns denken, die Packung esse ich jetzt noch auf, weil ab morgen bin ich ja dann eh auf Diät. Und dann essen wir oft schon, obwohl es uns gar nicht mehr schmeckt. Und daher ist es eben wichtig, dass man das langsam macht und dass man auch einmal in diesem Moment diesen Moment abpasst, wo das Lebensmittel von Genuss zu jetzt eigentlich, schmeckt mir eigentlich gar nicht mehr so, kommt. Und es kann sein, dass das mehrere Versuche braucht, aber idealerweise eben, und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das nicht macht, wenn irgendwelche Emotionen einen dazu treiben, also Langeweile oder sonst etwas, sondern wirklich sich da bewusst diese Übung sozusagen vornimmt. Genau, wichtig dabei ist auch, dass man Hunger und Sättigung beachtet. Darüber haben wir jetzt eh im Prinzip auch schon geredet, also vielleicht auch nicht unbedingt in einem Moment, wo man schon rasenden Hunger hat, würde ich dieses Experiment nur dann machen, wenn das zum Beispiel jetzt auch ein Hauptgericht oder eine vollwertige Mahlzeit ist und nicht unbedingt, wenn das die Schokolade ist, dann würde ich das nicht bei rasendem Hunger machen, aber wie gesagt, auf die Sättigung achten.
Genau, das haben wir schon gesagt. Der sechste Schritt, da sind wir auch schon bei der Sättigung. Da ist es einfach ganz wichtig zu sagen, viele von uns kennen das noch, dass uns früher gesagt wurde, dass wir das aufessen sollen, was am Teller ist, weil sonst scheint morgen nicht die Sonne oder was auch immer. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Regeln oder dann oft hört man so andere Menschen auf der Welt, werden dankbar, so etwas auf dem Teller zu haben. Und das hat auch seine Berechtigung, wenn man so etwas sagt. Und ich finde auch, dass Lebensmittel nicht weggeschmissen werden sollten. Aber trotzdem muss es möglich sein, aufzuhören, wenn man satt ist. Und ich sage nicht, dass man es dann in den Mülleimer, also in den Mistkübel wirft, sondern dann idealerweise in den Tupperware oder einfriert. Also das kann man wunderbar bei Suppen, Eintöpfen etc. Das kann man dann ja ganz toll machen, dass man von vornherein mehr kocht und es sowieso schon plant einzufrieren. Oder dass man einfach mit der Zeit seine Portionsgrößen kennenlernt, ein bisschen weniger kocht. Und im Fall eines größeren Hungers dann lieber noch einmal noch ein Brötchen oder einen Apfel mit Nüssen oder sonst etwas als Nachspeise noch dazu isst. Oder wenn man sagt, ich habe jetzt einfach mehr Hunger, dann vielleicht noch, ich weiß nicht, wenn es so schön, wenn man so ein Reisgericht ist, dann zum Beispiel noch so ein 2-Minuten-Reispäckchen für die Mikrowelle aufmacht und noch ein bisschen Reisnachschub holt. Also lieber eher mal mit weniger beginnen und dann steigern, wenn das Problem die Lebensmittelverschwendung ist. Aber was ganz entscheidend ist, man muss sich selber die Berechtigung geben, aufzuhören, wenn man satt ist. Wie schon vorab erwähnt, merkt man das meistens nur, wenn man ohne Ablenkung isst. Wenn ihr euch an die Hungerskala, an dieses Thema aus dem ersten Teil erinnert, die gibt es ja genauso dann eben auch in die andere Richtung. Man kann sozusagen Hunger identifizieren lernen, aber eben auch Sättigung anhand der verschiedenen Punkte, wie zum Beispiel, dass man ein angenehmes Bauchgefühl hat. Also dieses, dass man nicht dieses Gefühl hat, man platzt gleich. Also der eine oder andere wird das vielleicht im Forum schon mitbekommen haben. Ich bin ja derzeit schwanger und ich merke das extrem, dass je mehr der Bauch wächst, desto schwieriger wird es für mich, dieses Sättigungsgefühl einzuschätzen, weil das manchmal so abrupt kommt, dass ich eigentlich das Gefühl habe, das war eine normale Portion, die ich immer gut vertragen habe und dann eine Stunde später habe ich plötzlich das Gefühl, dass ich platze. Also das ist natürlich eine verschärfte Situation, aber auch hier gilt es für mich, Sättigung neu zu identifizieren. Also woran kann ich sie erkennen? Deswegen ist mir das Gute in dieses angenehme Bauchgefühl, also dass man nicht dieses, okay, jetzt bin ich wirklich satt, voll, ich muss einen Knopf aufmachen, Bauchgefühl, sondern eher so eins haben, okay, also wenn jetzt jemand zu mir sagen wird, gehen wir jetzt 10 Kilometer spazieren, würde ich aufspringen und losgehen und hätte nicht das Gefühl, ich muss mich jetzt einmal hinlegen. Natürlich am Umkehrschluss die Hungersignale nehmen ab. Das ist auch ein ganz ein wichtiger Punkt. Der Appetit nimmt ab. Das, wie gesagt, kann durch diese sensorisch-spezifische Sättigung ein bisschen ausgehebelt bzw. ausgetrickst werden. Aber im Normalfall, wie gesagt, nimmt der Appetit auch ab. Es kommt ein leichtes, angenehmes Völlegefühl und vielleicht und so eine Zufriedenheit. Und Müdigkeit finde ich sogar schon ein bisschen zu viel, wird aber auch noch als Sättigungsgefühl genannt. Gut, der siebte Punkt ist ein sehr, sehr schwieriger Punkt, nämlich emotionales Essen vermeiden. Und es gibt unzählige Emotionen, die wir mit Essen verbinden, wie zum Beispiel Trauer, Freude, Ärger, Einsamkeit, Langeweile, die Liste ist unglaublich lang. Viele haben das auch in den letzten 2 Jahren in Zeiten der Covid-Pandemie enorm gemerkt. Zum Beispiel, was Einsamkeit bewirken kann, was Langeweile bewirken kann, was Angst oder Freude bewirken kann. Dass das sehr häufig mit Essen verbunden wird. Man hat es auch gesehen an diesen vielen Esstrends. Brot selber backen, Bananenbrot machen und so weiter. Das ist ganz oft rührt das daher, dass eben zum Beispiel gerade, dass einem genau diese Aktion Freude bereitet hat oder dass genau Einsamkeit oder Langeweile bekämpft hat. Also ist der erste Schritt auch hier wieder langsam vorgehen. Der erste Schritt ist einmal immer das Identifizieren. Also zuerst einmal emotionales Essen identifizieren. Und danach kann man Strategien entwickeln. Und das wäre jetzt zum Beispiel, also ich sage jetzt bewusst einfach ein banales Beispiel. Das bedeutet nicht, dass ich emotionales Essen vereinfacht darstellen möchte, weil ich weiß, dass emotionales Essen etwas ganz
Schwerwiegendes sein kann, was man auch vielleicht nur psychologisch, psychotherapeutisch behandeln kann. Aber jetzt mal für viele Leute sprechen wir zum Beispiel einfach mal das Gefühl Langeweile an. Das dann einfach am Nachmittag wird vielleicht der Fernseher angedreht, dann kommen die 5, 6, 7, 8 Lieblingssendungen und die sind aber nicht so aufregend, dass man gebannt vom Fernseher sitzt und vielleicht noch in den Zähnen knabbert, weil es so spannend ist, sondern die sind halt so eine gemütliche Nebenbei-Unterhaltung und da wird vielen Leuten langweilig und deswegen ergänzen sie das mit Essen. Und wenn man das identifiziert hat als ein Grund des emotionalen Essens im eigenen Leben, kann man dann so sagen, okay, was könnte ich stattdessen machen? Und da hilft es natürlich, sich zu überlegen, was man immer gern getan hat oder was man gerne tut. Und dann dementsprechend auch vielleicht sich das irgendwo groß notieren oder vielleicht so eine Karteikartenbox machen, wo man auch mal Aktivitäten ziehen kann und sich überraschen lässt und sagt, so, egal was ich jetzt ziehe, ich mache das jetzt. Und wenn da jetzt steht, ich gehe jetzt eine Runde spazieren oder ich gehe in die Badewanne oder ich lese ein Buch oder ich tanze durch die Wohnung, dann mache ich das. Also, und das kommt dann am Anfang total blöd vor und dann denken sie, ach, das ist so banal, das habe ich schon 100-mal gehört und das hilft nichts. Aber es hilft meistens deswegen nichts, weil es uns so blöd und banal vorkommt und wir es deswegen noch nie ausprobiert haben. Da kann ich mich an der eigenen Nase nehmen. Ich habe schon so viele Tipps bekommen, da habe ich mir gedacht, ah, das muss man das gar nicht aufschreiben. Das weiß ich jetzt eh. Und ich habe es dann aber in dem Moment dann trotzdem wieder vergessen. Also deswegen probiert es einfach einmal aus, wenn ihr davon betroffen seid. Und dann schaut, vielleicht wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, also Routinen brauchen ja circa 21 Tage, um sich zu entwickeln, wie es euch dann damit geht. Der letzte Punkt für heute ist noch den eigenen Körper aktivieren. Und das ist auch ganz, ganz schwierig. Wir müssen uns eines vor Augen halten. Jeder Körper leistet im Laufe des Lebens enorm viel. Das fängt mit dem Wachstum an und das fängt wirklich im Bauch schon an. Wenn wir ein kleiner Zellhaufen sind und dann entwickeln sich die Arme und die Beine und die Augen und die Augenlider und wir beginnen das Fruchtwasser mal ein bisschen zu kosten und wir machen unsere ersten Atemzüge und die Verdauung entwickelt sich. Dann als Baby, Wahnsinn, wie schnell die wachsen. Und dann auch als Kind, als Jugendlicher etc. Dann leistet unser Körper viel. Auch wenn wir uns schneiden und er die Wunde heilt, wenn wir eine Erkältung entwickeln und er uns und er diese Krankheit bekämpft etc. etc. Da leistet unser Körper etwas. Aber auch im täglichen Leben. Unsere Füße tragen uns die ganze Zeit durch den Tag. Unsere Hände helfen uns beim Schnibbeln, beim Tippen, beim Handwerken, bei allen möglichen Sachen. Und für viele Frauen muss der Körper Geburten, Schwangerschaften durchstehen etc. Wir konzentrieren uns aber sehr häufig auf die Schwächen unseres Körpers. Also wir reden davon, wo wir schon Wehwehchen haben. Das Knie, die Hüfte, die Schulter, der Rücken etc. tut uns weh. Uns fällt die Zellulite am Popo auf, uns fallen die Dehnungsstreifen am Bauch auf. Wir konzentrieren uns auf die Stellen an unserem Körper, wo wir sagen, ah, da haben wir ein bisschen zu viel Fett, mehr als wir eigentlich wollten. Und dadurch sollten wir uns einfach wieder auf das Gesamtkunstwerk konzentrieren. Also da ist es wirklich einfach mal wichtig, sich zum Beispiel vor den Spiegel zu stellen und auch so als Morgen- oder als Abendritual einzuführen, dass man mal sagt, ich finde eigentlich, ich habe sehr schöne Augen, eine schöne Nase, einen schönen Mund, Haare, meine Hände schauen schön aus, was auch immer. Also dass man wirklich einmal identifiziert, welche Körperteile man an einem selbst besonders gerne mag. Und dann aber auch, dass man sich überlegt, welche Aufgaben, für welche Leistungen des Körpers man dankbar ist. Und das können dann genau die Bereiche sein, die vielleicht schon ein bisschen mitgenommen sind. Also dass man zum Beispiel sagt, boah, meine Hände, ich bin so dankbar, weil wenn ich euch nicht hätte, dann hätte ich zum Beispiel meinen Beruf nicht. Und die sind vielleicht ein bisschen, schauen sie ein bisschen älter aus und haben vielleicht ein bisschen raue Haut und raue Stellen, weil man tagtäglich mit den Händen arbeitet. Aber das ist ja nur ein Zeichen des Lebens und ein Zeichen der Arbeit. Und dasselbe kann eben auch ein Bauch sein, der nicht mehr ganz so straff ist, weil eine Geburt stattgefunden hat und eine Schwangerschaft. Oder Beine oder ein Po, die vielleicht nicht so schön sind, wie man sie gerne selbst hätte. Oder wie jetzt irgendein Model auf irgendeinem Plakat. Aber auch diese Beine tragen uns tagtäglich durchs Leben.
Also, dass man sich all das einfach auch einmal vor Augen führt. Das wäre jetzt so der Abschluss für heute und somit der 8. Schritt. Wie gesagt, beim nächsten Mal besprechen wir dann auch noch das Thema Bewegung und eben, wie man durchaus eine, unter Anführungszeichen, gesunde, vollwertige Ernährung trotz intuitivem Essen etablieren kann. Und wie gesagt, dann fassen wir alles noch einmal zusammen. In dem Sinne bedanke ich mich ganz, ganz herzlich wieder für eure Aufmerksamkeit, dass ihr euch das Video angesehen habt. Und ich freue mich schon sehr auf den nächsten und letzten Teil und auf viele weitere Fragen im Forum und den schönen Austausch, den wir immer miteinander haben. Tschüss!